Wir nehmen uns jeweils eine Karte und fragen jede Person. Und wenn du eine von diesen Karten hast, musst du sagen, dass du halt eine hast. Aber du musst nicht verraten, welche genau es ist. Sie haben es alle verstanden. Oh, Entschuldigung. Okay, drei Personen haben geantwortet, als sie gefragt hat, ob sie Neon, Messer und Bibliothek haben. Okay, das bedeutete, dass Neon, Messer und Bibliothek richtig waren. Okay, jetzt bin ich dran. Rena, Axe und Lounge? Lounge, keine Ahnung. Nur zwei Leute sagten diesmal, dass sie eine haben. Also bedeutete das, dass Rena, Axe und Lounge, dass davon eine richtig sein müsste und Teil von dem Verbrechen war. Nein, warte. Selbst wenn sie sagen, dass sie eine Karte haben, müssen sie nicht gleich noch verraten, wie viele sie haben. Es könnte schon möglich sein, dass Satoko oder Rika zwei dieser Karten haben. Okay, Kichan, du bist als nächstes dran. Warte, ich muss es immer noch anscheinend... Ja, wir müssen es immer noch rausfinden, oder wie das funktioniert. Das Spiel lässt mich mehr nachdenken und grübeln als gedacht. Es ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Okay, sie hat den Verdächtigen. Was? Jetzt schon? Okay, ja, wir denken hier nach wie so ein Blöder und Mion hebt einfach ihre Hand und weiß es jetzt schon. Der Mörder ist Rika-chan. In der Apotheke mit dem Gift. Und? Du hast recht. Hä? Wie? Wie ist sie denn da jetzt so schnell drauf gekommen? Oh, alles, was ich jetzt brauchte, war eine weitere Hand. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob es das Gift war oder die Pistole. Ich würde niemals eine Pistole benutzen. Ich mag es, sie langsam zu ermorden mit Gift. Okay. Überhaupt nicht seltsam, dass so ein kleines Mädchen das sagt. Okay, Rena war zumindest, also wir waren zumindest nicht die Einzigen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Mach dir keinen Kopf, ich hatte auch keinen Plan. Okay, ja, es könnte blöd für Rena und mich werden. Obwohl, da müssen wir uns nicht alleine diesen Sachen stellen, die wir einkaufen gehen müssen, sondern könnten es einfach zusammen machen. So, einmal Quick Save machen. Ja, das wäre eigentlich noch schlimmer, weil wir zusammen gesehen werden als Paar. Oder dass wir halt zusammen das einkaufen müssen. Was wäre denn, wenn wir zusammen dieses Happy Family Planning Guide kaufen müssen? Also die Family Planung, Familienplanungsratgeber oder so. Ja, danke schön. Danke, dass du mir so in den Rücken fällst. Okay, ich kann an Keijis Gesichtsausdruck erkennen, dass er nicht wirklich gut in diesem Spiel ist.
Das stimmt überhaupt nicht. Ich werde dir die wahre Power von Sherlock Maivara zeigen. In der nächsten Runde. Nein, bist du nicht. Wir wissen es doch alle schon, Keiji. Ja, danach konnte ich irgendwie doch hinter das Spieleprinzip kommen, aber ich war trotzdem immer noch ein Schritt oder zwei Schritte hinter den anderen. Ja, und zwar wohl jedes Mittel recht, um wieder zurück auf den... Heureka! Was? Ah, Entschuldigung, ich muss mal auf Toilette gehen. Ihhh, das werde ich jetzt nicht vorlesen, ist ja widerlich. Ja, genau, same Rina, same ey. Okay, ja, wir verließen das Klassenzimmer. Okay, einige unserer Klassenkameraden spielten immer noch auf dem Schulgelände. Und nachdem ich ein bisschen Zeit hatte, mir den Kopf frei zu machen, kam Rena zu mir. Keiji, hast du nach mir gerufen? Ja, hab ich. Okay. Ah, okay, wir haben sie heimlich dazu gerufen. Ich möchte nicht viel Zeit verlieren. Also werde ich jetzt gleich zum Punkt kommen. Rena, was ist denn deine Erfahrung in diesem Spiel, das wir heute spielen? Okay, ich glaube, wir wollen uns gerade einigen, dass wir beide einfach verlieren und beide diese Strafe machen. Hey, gib nicht so einfach auf. Wie wär's, wenn wir das gewinnen, beide zusammen? Aber wie können wir das? Okay, ich flüstere ihn irgendwas ins Ohr. Whisper, whisper, whisper. Flüster, flüster, flüster. Hä? Ist das denn erlaubt? Hast du das etwa vergessen? Die zweite Regel unserer, ja, hier in unserem Club. Mach alles in deiner Macht Stehende, um den Sieg zu erlangen. Okay, sie wird ihr Bestes tun. Okay, wir konzentrieren uns jetzt also erstmal auf unsere eigene Hand für eine Weile, während wir Notizen machen. Da wir beide nebeneinander sitzen, werden wir uns gegenseitig unsere Karten zeigen. Natürlich ohne, dass die anderen es mitkriegen, also unterm Tisch. Und somit könnten wir das Spiel beginnen mit doppelt so viel Informationen als alle anderen. Wenn wir so viele Informationen haben, das heißt, dass wir halt weniger ermitteln müssen. Okay, ist schon ein bisschen gemein, aber ja, warum nicht, ne? Die anderen schummeln bestimmt auch, ohne dass wir es wissen. Ja, es macht Spaß, mit dir Geschäfte zu machen. Natürlich.
Ja, natürlich dürfen wir nicht zusammen zurückkommen, weil das würde ja hier komisch rüberkommen, den anderen gegenüber. Die würden dann sofort merken, was wir vorhaben. Ja, sie soll als erstes gehen und wir werden dann danach kommen. Okay. Ja, wir werden also schummeln. Oh. Mai Barakun, könnte ich einen Moment deiner Zeit haben? Oh, es ist die Lehrerin. Du hast einen Gast. Bitte begebe dich zum Eingang der Schule. Oh. Ein Gast? Es ist nicht so, als würde ich ein Hotel haben. Okay, wer wartet denn? Ach, guck mal an. Okay, auf mich wartend war da ein älterer Mann. Hier seine Krawatte war ein bisschen gelöst, also war halt so, ne? Und sein Jackett war unter seinem Arm oder auf seinem Arm. Sind Sie Maibara-san? Keiji Maibara? Autsch. Okay, es gab wohl keine Zweifel daran, dass er nicht aus Hinamizawa war und dass er wohl das erste Mal auf mich getroffen ist, sozusagen. Und wer sind Sie? Okay, ich habe die Klimaanlage in meinem Auto an und lass uns dort reden. Okay. Ach komm, Katie, stell dich so an. Ist schon ein bisschen seltsam eigentlich, aber ich werde nicht beißen. Komm schon mit. Ja, selbst wenn ich wusste, dass Gespräche, die so anfingen, niemals gut ausgingen bis jetzt. Das Innere von seinem Auto war ziemlich cool. Autos mit Klimaanlage waren ein bisschen Luxus. Mein Dad hat zumindest keinen in seinem Auto gehabt. Okay, was genau wollen Sie von mir? Okay, er kramte eine Mappe hervor und zeigte mir ein Bild von einem Typen. Wenn du irgendwas über diesen jungen Mann weißt, dann bitte sag es mir. Wer zum Teufel ist das? There were scribbles on his shirt done in permanent marker. Da waren Notizen auf seinem Shirt mit Edding draufgeschrieben. Mit dir angefangen und einige von deinen Klassenkameraden haben auch darauf unterschrieben. Hä? Das ist Tomitake? Auf
dem Bild war er emotionslos und halb schlafend. Und kennst du diese Frau? Selbst bevor ich das überhaupt sah, wusste ich schon, wer es war. Ich erinnere mich nicht an ihren Namen, aber sie war auf jeden Fall mit Tomitake letzte Nacht zusammen. Und sie lebte hier in Hinamizawa. Wann war das letzte Mal, als du die beiden gesehen hast? Die Nacht vom Watanagashi-Fest, da haben wir gesprochen. Sie standen sich wohl sehr nahe. Hat dich irgendwas an den beiden gestört? Alles geht in Ordnung. Ich konnte mir schon gut vorstellen, wer der Typ hier war, bis zu diesem Augenblick. Ist irgendwas mit ihnen passiert? Er gab mir keine Antwort. Ich war mir ziemlich sicher, dass dieser Typ ein Polizist war. Aber warum? Warum fragte er mich über Tomitake aus? Ist ihm etwas zugestoßen? Aber noch wichtiger war, warum fragte er mich? Warum fragte er mich? Weil wir kannten ihn ja eigentlich gar nicht gut. Okay, er begann weiterzureden. Ich popel dich in meiner Nase, ich schwöre, ist mein Piercing wieder, okay? Alles gut. du bist hier erst vor kurzem hergezogen, nicht wahr, Maibara? Weißt du denn Bescheid, das frage ich mich, über diese Geschichten von Oyashiro? Oh ja. Naja, ich habe darüber gehört. Und Tomitake hat eigentlich darüber gesprochen, also mir alles erzählt. Wie viel weißt du darüber? Ja, dass hier die Verstümmelung, der Unfall, der zum Tod führte, der Tod durch eine Krankheit, eine Unbekannte, und dann noch den Selbstmord. Und die Frau, die halt tot geprügelt worden war. Alles diese Unfälle, die nach dem oder in der Nacht vom Watanagashi-Fest passierten, die zu seltsamen Toten geführt haben. Weißt du Bescheid über diesen Fluch, Maibara? Red offen darüber mit mir. Ich glaube nicht daran. Meine Antwort kam sehr schnell. Aber meine Nase juckt. Es war nicht so, dass ich nicht daran glaubte, aber ich wollte nicht daran glauben. Ich wollte ja meine eigenen Gedanken darüber eigentlich verdrängen. Wirklich, das ist ja großartig. Sieht so aus, als wärst du einer von diesen reichen Kindern, die in der Stadt groß geworden sind. Was macht es denn schon aus, wenn ich nicht daran glaube? Ich habe Freunde, die auf mich warten, also könnten Sie bitte zum Punkt kommen? Der Mann in diesem Bild oder auf diesem Bild ist tot. Ja, mein Kopf war wie leergefegt. Was ist mit Tomitake-san passiert? Es sieht so aus, als wäre er letzte Nacht gestorben. Das war die Nacht vom Watanagashi-Fest. Verstehst du die Zusammenhänge damit, Maibara? Warte, Implications sind vielleicht Zufälle?
schätze ich mal. Zufälle. Okay. Das wahre Problem war, dass er an dem Tag gestorben ist vom Watanagashi-Fest. Das bedeutete, dass der Fluch von Oyashiro ein weiteres Mal zugeschlagen hatte. Confidential ist wahrscheinlich, dass man darüber halt noch nicht sprechen darf. Warte mal. Confidential. Vertraulich. Ja, der Tod von Shiru Tomitake ist immer noch sehr vertraulich. Das kannst du doch verstehen, oder? Bitte erzählen Sie mir, was passiert ist. Okay, warte. Ich werde das jetzt hier alles, was ich nicht verstehe, übersetzen, weil ich wissen will, was da passiert ist. Peculiar. Eigenartig. Okay, es war alles ein bisschen eigenartig und ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen zu brutal für jemanden, der hier geboren wurde und groß geworden ist, hier in Hinamizawa. Okay, eins von unseren Patrouillenautos hat den Leichnam gefunden auf dem Weg zurück zur Dienststelle, schätze ich mal. Das Festival. Es war sehr spät, kurz vor Mitternacht. Okay, der Tatort war, naja, kennst du die Straße, die... Die Straße, also die Straße zur Stadt rein, paved, wahrscheinlich aufgeteilt. Paved. Ah, uneben, also, ja. Da irgendwo. Da gab es nur ein paar wenige Straßenlaternen. Okay, deswegen hat ihn wahrscheinlich keiner gefunden erst. Es war wohl eher Glück, dass Tomitake-san da halt gefunden wurde. Tomitake war, sein Körper war halt nach unten und er war voller Blut. Blut und Schlamm haben halt den ganzen Asphalt irgendwie befleckt. Erst dachten wir, es wäre ein Unfall gewesen. Wie der Polizist halt gucken wollte, ob Tomitake noch lebt, da war etwas sehr Abnormales. Oh. Ich krieg grad mega die Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr das? Meine Haare stellen sich gerade. Die Musik gerade noch dazu. Sein Hals war aufgerissen. Von einem Messer oder sowas? Nein. Nägeln? Ah, hier, Fingernägel. Okay, Coronas ist wahrscheinlich die Gerichtsmedizin. Es stellte sich heraus, dass es seine eigenen Fingernägel waren. Es war kein Mord, es war Selbstmord. Er hat sich seinen Hals selbst mit seinen Fingernägeln aufgerissen. Ah. Tommy
Itake dachte wohl, es gäbe einen Grund, um sich seinen eigenen Hals aufzuschlitzen. Durch die Haut, bis er angefangen hat zu bluten. Und selbst dann, als er das erreicht hatte, hat er nicht aufgehört. Jetzt weiß ich, was ihr gemeint habt, mit dass es krass wird ab Mitte vom Spiel. Okay, als er mit seinen Fingernägeln die ganzen Adern und erreicht hatte, die man niemals beschädigen sollte, hat er einfach weitergemacht. Boah. Ja, er ist einen grausamen Tod gestorben, einen qualvollen. Wir dachten, Drogen wären da irgendwie involviert, aber es hat sich nichts dabei damit herausgestellt. Aber es war Selbstmord? Ich habe noch niemals darüber etwas gehört, dieser unnatürliche Weg zu sterben.